Hey Freunde, und damit mal wieder ein ganz herzliches Willkommen zurück bei eurem Julfa und herzlich willkommen zurück bei Creepy Nights at Freddy's. Und Freunde, ihr seht es vielleicht im Hintergrund, so hinter mir, so hier so. Das neuer Stuhl ist von Nitro und ist ziemlich geil. Ich habe heute ein Unboxing-Video zu diesem Stuhl gemacht, zieht euch das einfach mal rein, weil der Stuhl ist einfach nice. Ah, Leute, ich sag's euch, der Typ, der diese komischen Nackenpolster für Gaming-Stühle erfunden hat, meine, ist jetzt keine große Erfindung, aber eine sehr gute Erfindung. Dankeschön. Aber um den Stuhl soll es in diesem Video gar nicht gehen, Freunde. Denn wir werden jetzt die nächste Custom Night Challenge in Creepy Nights at Freddy's spielen. Wir haben ja in der letzten Folge diese Challenge schon mal ausprobiert, denn das ist ja jetzt die erste Challenge, wo das Endoskelett dabei ist. Und wir konnten ja schon feststellen, das wird sehr interessant. Vergesst ihr deswegen an dieser Stelle wie immer nicht, dem Video einen Daumen nach oben zu geben, Leute. Ich würde mich richtig, richtig freuen. Und guckt eben nach, ob ihr den Kanal schon abonniert habt. Falls ihr es noch nicht gemacht habt, lasst eben ein Abo da, Freunde. Wir steuern mit Vollgas auf die 100.000 Abonnenten zu. Und wenn wir das dieses Jahr bis Weihnachten schaffen, Freunde, das beste Weihnachtsgeschenk aller Zeiten. Aber Freunde, wir gucken uns jetzt erstmal diese Custom Night an und ich sag's euch, Leute, ich bin nur gerade hier reingekommen in das Spiel. Ich habe meine Lampe genommen, habe den Ventilator ausgemacht. Freddy ist schon da. Foxy ist schon da. Foxy hat einfach den Vorhang schon aufgeruppt und guckt schon raus. Keine Ahnung, was das soll. Ob das hier irgendwie verarscht ist oder so, ich weiß es nicht. Aber wir wissen ja, Foxy ist ja auf Level 18 in dieser Challenge. Das heißt, Foxy wird uns auf jeden Fall richtig auf die Nüsse gehen. Da könnt ihr schon mal mit rechnen. Ich habe ja, wie gesagt, im letzten Video diese Challenge nur schon mal ausprobiert, um zu gucken, was das Endoskelett macht. Und das Endoskelett, da, ist manchmal da, manchmal nicht da, das geht aber. Aber Foxy, Junge, dem Typen haben sie definitiv was ins Futter getan. Keine Ahnung, was mit dem Vieh in dieser Nacht los ist, aber auf Level 18 wird Foxy richtig penetrant. Deswegen müssen wir auf jeden Fall richtig auf die Kamera checken, einfach nur um safe zu sein. Und wir müssen auf jeden Fall immer hier aus dem Gang rausgucken, damit wir sehen, ob das Endoskelett kommt. Weil ich glaube, das hört man nicht. Wir haben nicht so wirklich einen Indikator, womit wir sehen können, ob das Endoskelett kommt oder ob wir es hören können. Wir müssen einfach zwischendurch in den Gang gucken. Ich meine, es gibt schlimmere Sachen auf der Welt, ne? Es könnte zum Beispiel auch unterm Tisch rauskommen. Das wäre definitiv schlimmer. Würde ich mich auch gar nicht drüber freuen. Wenn das auf einmal unterm Tisch rauskommt, oh Junge, direkt eingeschissen. Jo, Foxy gibt richtig Gas, Leute. Freddy ist auch schon aktiv. Wir sind bei 92%, haben gleich 1 Uhr vom Energielevel her alles Taco. Also jetzt nicht übermäßig krass oder so. Ich mache mir halt nur echt ein bisschen Sorgen um das Endoskelett. Weil Foxy können wir ja, sag ich mal, kontrollieren. Wir gucken auf die Kamera, ist Foxy da, ist Foxy nicht da, ist ja easy. Aber das Endoskelett, du hörst es nicht, du siehst es nicht, auf einmal ist es da. Dann steht es vor der Tür und schreit Hurra! Es beißt dir in die Hacken rein und bricht dir dann ein Bein. Ja, wow, das war ein schönes Gedicht über das Endoskelett. Das schreibe ich auf jeden Fall auf und häng's mir an die Wand. Okay, Bonnie, oh, Foxy greift an. Bonnie ist auch bei uns hier neben... Ich, warte mal, wo ist das Endoskelett? Ich will mal kurz checken, Freunde. Wo ist denn das? Ist es schon? Es sitzt noch da. Okay, easy. Jo, wenn das noch da sitzt, dann können wir hier aufmachen. Dann ist ja noch alles cool. Foxy hat gerade Geräusche gemacht, Leute. Fand ich nicht so nice, muss ich sagen. Bisschen creepy. Okay, wir haben 1 Uhr, 85%, sogar 20 nach 1. Also vom Energielevel her sieht es gut aus. Wir hatten definitiv schon Nächte, wo es sehr viel schlechter... Oh, oh. Bonnie. Okay, Bonnie, alles cool. So, was macht das Endoskelett? Kommt es? Nee. Noch nicht da. Weiß auch nicht, sitzt das Vieh immer noch auf dem Tisch? Jo, sitzt immer noch auf dem Tisch. Ist ja mega easy. Lol, das bewegt sich ja gar nicht. Ist dann natürlich unser Glück, dass das bis jetzt die Füße stillhält, das Vieh. Bin auch gar nicht so scharf darauf, echt, dass das auf einmal hier auftaucht. Was macht eigentlich Chica? Wo ist denn Chica unterwegs? Und Freddy ist ja auch auf Level 10. Der muss auch irgendwann mal auftauchen. Oh, Freunde, das fällt mir ja gerade erst ein. Wenn, oh, da kommt es! Da kommt es! Da kommt es! Guck's dir an! Oh mein Gott! Aber Leute, wenn Freddy hier runterkommt und uns hier angreift, dann müssen wir ja hochlaufen, um Freddy wegzubaiten. Ich meine, ihr wisst das ja. Wir müssen aufpassen, hä? Also, wenn Freddy hier ist, rennen wir hoch. Habt ihr das gerade gehört? Hier hat doch irgendwer geatmet. Bonnie ist jetzt auch noch da. Foxy wird auch gleich angreifen. Alles klar. Na jedenfalls, wenn Freddy hier ist, wir müssen ihn hochbaiten. Dann sind wir oben auf der Bühne. Dann kann ja jederzeit das Endoskelett da hochkommen und uns packen. Foxy hat auch nochmal angegriffen. Ganz normal. Jedenfalls können wir, wenn wir dann da oben stehen, das Endoskelett kann ja jederzeit uns gefährlich werden. Das ist nicht gut. Ist das Vieh noch hier draußen? Oder ist es weg? Ich glaube, es ist weg. Oh, Bonnie ist aber da. Oh, okay, Türen immer zulassen, Freunde. Das ist auf jeden Fall die bessere Alternative. Okay, wir haben jetzt kurz nach 2, 71%. Das ist okay vom Energielevel. Von der Energie her sollte es auf jeden Fall reichen, rein theoretisch gesehen. Aber wo ist das Endoskelett? Was macht es? Wo ist es unterwegs? Ich kann jetzt auch, solange Bonnie hier an der Tür ist, kann ich auch gar nicht gut nach dem Endoskelett gucken. Das ist ein bisschen schwierig jetzt. Ich kann ja jetzt nicht rausgehen und in den Gang gucken. Wenn Bonnie auf einmal wieder aktiv wird,
dann packt Bonnie mich ja von hinten. Ich will ja da nicht sterben, weil ich nach dem Endoskelett gucke und Bonnie mich dann umbringt. Darauf bin ich auch nicht scharf. Bei Foxy ist jetzt gerade noch alles safe. Geht Bonnie wieder? Nee, Bonnie ist auf jeden Fall noch vor der Tür. Hier drüben hat noch keiner angegriffen, ne? Weder Chica noch Freddy. Aber ich weiß auch nicht, wo das Endoskelett ist. Setzt sich das eigentlich wieder hin? Nee. Ist irgendwo unterwegs, hä? Das Scheißvieh. Ich sag's dir, das kriecht hier irgendwo rum und gleich beißt es mir in den Arsch. Ich weiß es genau. Wir haben jetzt 63% und bald 3 Uhr. Okay, wie gesagt, von der Energie sind wir bis jetzt auf jeden Fall safe. Ich weiß ja nicht, was Freddy macht. Der wird bestimmt gleich irgendwann... Ey, es ist hier totenstill, ne? Wenn Bonnie ist da. Aber Leute, hört ihr das? Keine Geräusche. Nichts. Kein Endoskelett, was Geräusche macht. Kein Freddy, der lacht. Kein Chica. Niemand ist hier. Was ist denn hier auf einmal los, Freunde? Okay, jetzt bewegt sich Bonnie wieder. Jetzt haben wir wieder Bonnie auf dem linken Ohr. Jetzt haben wir auch wieder so ein paar Windgeräusche, Freunde. Aber gerade war ja totenstill, ey. Hier hat sich ja gar nichts mehr bewegt. Ich glaube, die haben gerade alle kurz ein Mittagsschläfchen gehalten oder so. Ich weiß es nicht. Oh ja, Freddy lacht schon wieder. Ja, die haben sich, glaube ich, einfach alle nur kurz ein bisschen vorbereitet und dachten sich so, wir machen kurz Pause und dann packen wir uns den Typen richtig. Anders kann ich es mir nicht vorstellen. Okay, Foxy greift gleich schon wieder an. Wir haben aber 3 Uhr, nach 3 Uhr schon, 55%. Sieht auf jeden Fall... von daher gut aus. Ich meine, Foxy wird gleich angreifen und groß anklopfen. Das könnte uns nochmal ein bisschen Energie kosten. Das Ding ist halt auch, ich weiß jetzt gerade wieder nicht, wo das Endoskelett ist. Das könnte wieder irgendwo hier in der Weltgeschichte rumrennen und keine Ahnung wo. Kein Bock, dass mir das Vieh auch noch auf die Nüsse geht, Leute. Ah, jetzt ist es wieder hier. Okay, jetzt ist es vor der Tür, Leute. Ich weiß auch nicht genau, in welchem Rhythmus das Vieh angreift. Das ist richtig schwer zu kalkulieren. Aber wie gesagt, ich weiß nicht, wo das hingeht, ne? Ich meine, am Anfang sitzt das ja auf seinem komischen Tisch. Und irgendwann kommt es dann hier runter. Und irgendwann geht es wieder weg. Aber wo es hingeht, wenn es wieder weggeht? Keine Ahnung. Das könnte überall sein, Freunde. Ich schätze mal, es versteckt sich irgendwo vorne im Hauptrestaurantsaal oder so. Da vorne bei den Tischen oder so. Aber ich weiß es nicht. Ich würde dem Vieh ja gerne mal folgen. Aber, oh, Foxy. Oh, das hat Energie gekostet. Das hat definitiv Energie gekostet, Freunde. Ich mache jetzt mal wieder A auf. Ich meine, das Endoskelett ist ja erstmal weg. Wir können ja mal eine Folge machen, wo wir einfach dem Endoskelett folgen, wenn es hier angegriffen hat. Und einfach mal gucken, wo das Endoskelett dann hingeht. Ich denke mal, das würde euch bestimmt auch interessieren, damit wir wissen, wo sich das versteckt. Aber wenn wir wissen, wo es sich versteckt, dann können wir es ja vielleicht auch auf der Kamera sehen und rausfinden, wann es zu uns kommt. Das wäre für mich auf jeden Fall von Vorteil und wir könnten viel besser Energie speichern. Weil so muss ich eigentlich die Tür die ganze Zeit zumachen, weil ich einfach Angst habe. Ich meine, jetzt ist Bonnie nicht da. Jetzt kann ich ja raus switchen und gucken. Aber wenn Bonnie hier im Gang steht, dann da gehe ich nicht hier vor die Tür und gucke, ob da ein Endoskelett kommt. Dann mache ich schön die Tür zu und bleib hier drin. Bin ja nicht lebensmüde. Aber wen wir heute noch gar nicht gesehen haben, war Chica, ne? Ich glaube, Chica ist aber auch nur auf Level 4 eingestellt oder so. Deswegen hat sich Chica wahrscheinlich auch gedacht. Nein, nein. Heute nicht. Oh, Freunde. Ich glaube, Freddy ist... Oh ja, Freddy ist im Gang. Das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Weil ihr wisst ja, Freddy zieht uns auch Energie ab. Wenn er angreift. Und Foxy wird beim nächsten Angriff auch richtig viel Energie klauen. Und ich glaube, das könnte alles deftig... Oh, da kommt das Endoskelett. Okay, warte, ich muss hier zumachen. Ich muss hier zumachen. Das wird deftig ungemütlich, wenn Chica nochmal angreift und wenn Freddy auch nochmal angreift. Ich weiß nicht, ob die Energie da noch reicht. Wenn wir sind jetzt auf 32%, 5:30. Sieht gut aus. Heißt aber nicht, dass wir gewinnen. Weil ich glaube, der nächste Foxy-Angriff zieht locker 10% oder so, Leute. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber irgendwie sowas. Und wenn dann Freddy hier drüben auch noch seinen Kopf in die Tür hält, oh, hey, dann muss ich besser die Ersatzbatterien rausholen. Wir machen hier nochmal auf, weil das Endoskelett gerade weg ist. Dann kann ich noch ein bisschen Energie sparen vielleicht. Ah ja, natürlich, dann kommt Bonnie. Wenn ich Energie sparen will, dann kommt ihr wieder zu Besuch, ne? Jahrelang lässt keiner was von sich hören. Aber dann, wenn ich meinen Strom brauche, dann sind alle da. Und ich glaube, den letzten Foxy-Angriff können wir nicht verhindern. Wir sind auf 25%. Das Endoskelett ist auch nochmal da, alles klar. Wir können den Foxy-Angriff nicht mehr verhindern. Foxy wird auf jeden Fall nochmal angreifen, bevor diese Nacht vorbei ist. Es ist jetzt 5 Uhr. Wir müssen also nur noch eine Stunde überleben. Ich weiß nicht, ob wir das schaffen. Wie gesagt, der nächste Foxy-Angriff wird richtig, richtig groß treffen. Also, Bruder, muss los. Es wird auf jeden Fall richtig wehtun im Akku. Oh, ja, da ist Freddy, alles klar. Ich mache hier mal zu, weil vor Freddy habe ich Angst. Ja, hier muss ich auch zulassen, weil Bonnie da ist. Oh, Leute, jetzt wird es doch noch knapp. Jetzt wird es doch noch richtig knapp. Okay, ich kann hier drüben aufmachen. Oh je. Aber Freddy lasse ich angreifen. Freddy lasse ich angreifen. Ich kann den nicht hochbaiten. Ich weiß nicht, was das Endoskelett macht. Vielleicht wartet das ja oben in der Ecke auf mich, dass ich hochgerannt komme. Das will ich nicht riskieren. Okay, Bonnie kommt wieder. Ich mache ihn wieder zu. Komm schon, Freddy, greif einfach an. Wir haben jetzt 5:30. Foxy braucht noch ein kleines bisschen, bis Foxy angreift. Vielleicht überleben wir. Komm schon, Freddy, klopf an. Freddy? Vielleicht klopft er auch gar nicht mehr an bis 6 Uhr.
Ich meine, Freddy muss jetzt ja auch erst nochmal Energie aufladen, bis er angreifen kann. Wir haben ja schon als Animatronics gespielt. Wir wissen ja, wie das läuft. Vielleicht überleben wir das Ganze ja noch. Ich meine, wir haben jetzt 9%. Aber es wird knapp, Freunde. Hier kann ich ja auch nicht aufmachen, weil Bonnie als davor steht. Hier drüben ist Freddy. Gleich kommt Foxy noch den Gang runter, Leute. Oh, hier kann ich aufmachen. Ja, sehr gut. Kann ich da mal ein bisschen Energie sparen. Okay, wir sind jetzt gleich auf 5:45. Aber wenn Freddy jetzt hier drüben anklopft, Leute, dann gehen hier die Lichter aus. Das kann ich euch auf jeden Fall versprechen. Okay, 5:50, 4%. Foxy kommt gleich, Leute. Oh ja, Foxy kommt gleich. Oh oh. Oh oh, Freunde. Ah, nein! Oh mein Gott! Leute, keine Ahnung, wo Foxy gerade hergekommen ist. Freddy hat geklopft, Foxy hat von der einen Seite angegriffen. Ganz schlechte Kombination da am Ende. Es hat irgendwie alles nicht so zusammengepasst gerade. Aber nicht so schlimm. Wir machen es einfach nochmal. Okay, Freunde. Wir haben jetzt wieder knapp 4 Uhr. Ich habe schon mal wieder ein bisschen vorgespielt, damit ihr euch nicht so ewig die Nacht reinziehen müsst. Freddy ist jetzt gerade hier rechts in den Gang gegangen. Und Leute, ich muss euch was sagen. Ich weiß nicht, ob ich in dieser Folge einfach unendlich on point bin und einfach perfekt spiele. Aber Froddy. Alter, ernsthaft, ich wollte gerade Froddy sagen. Eine Mischung aus Foxy und Freddy. Eine neue Animatronic? Man weiß es nicht. Jedenfalls bin ich in dieser Folge gerade so on point, Freunde. Foxy hat noch kein einziges Mal angegriffen. Ich weiß nicht, ob das ein gutes oder schlechtes Zeichen ist. Aber jetzt kümmern wir uns erstmal darum, Freddy loszuwerden. Beziehungsweise werde ich einfach... Ich muss auch auf das scheiß Endoskelett noch aufpassen. Ich werde Freddy einfach angreifen lassen. Weil, ist scheißegal. Die Energie kann er sich ruhig nehmen. Die paar Prozent, die er da jetzt abzieht. Es ist eh nicht viel. Und dann hat er einmal angegriffen und einen zweiten Angriff schafft er eh nicht, weil er nur auf Level 10 eingestellt ist. Nochmal kämpft er sich eh nicht zu uns durch. Und wir haben jetzt schon nach 4 Uhr, wir haben noch über 40% und es ist einfach nur perfekt, Leute, was die Energie angeht. Und ja, okay, da kommt das Endoskelett. Da machen wir jetzt auch noch zu. Und da warten wir jetzt eigentlich nur noch darauf, dass Freddy angreift, damit wir drüben wieder frei haben und da auch noch aufmachen können. Wir haben jetzt gleich 4:30 mit 38%. Sieht locker easy aus, Freunde. Okay, ist Chica gerade hier runtergekommen? Nee. Hä? Ist sie irgendwo unterwegs? Ah, Bonnie ist, glaube ich. Ah, Bonnie kommt, glaube ich, gleich. Okay. Und wie gesagt, Freunde, Foxy, noch kein einziger Angriff bis jetzt. Noch kein einziger. Das ist sehr, sehr gut. Okay, das Endoskelett könnte sich jetzt auch mal wieder verziehen, ne? Ah, da geht es schon. Sehr gut. Machen wir mal wieder auf. Weil ansonsten haben wir echt einen hohen Energieverbrauch. Und ziemlich krass, Leute, ne? Überlegt mal, wie lange Freddy jetzt schon rechts vor der Tür steht. Er hat noch nicht geklopft. Der ist immer noch da und wartet auf seine Gelegenheit. Aber die Gelegenheit werden wir ihm natürlich nicht geben. Okay, da kommt jetzt Bonnie. Das heißt, wir machen hier jetzt wieder zu. Freunde, eigentlich ist diese Challenge... Ah, da hat er angegriffen. Sehr, sehr gut. Dann können wir hier jetzt wieder aufmachen. Okay. Wir sind auf 25% und die Uhr geht gleich auf 5. Also sind wir eigentlich ziemlich, ziemlich safe durch diese Challenge durch, Freunde. Und was ich eben sagen wollte, es ist ja eigentlich gar keine schwere Challenge. Man muss sich einfach nur ein kleines bisschen dabei konzentrieren. Foxy wird jetzt gleich übrigens angreifen. Ist nicht mehr auf der Kamera zu sehen. Das heißt, Foxy wird gleich auf jeden Fall bei uns an der Tür ganz dezent anklopfen. Und ich schätze mal, das Endoskelett will uns bestimmt auch noch einen Besuch abstatten jetzt in der letzten Stunde. Okay, Bonnie geht wieder. Ich könnte jetzt die Tür wieder öffnen. Aber okay, da kommt Foxy. Foxy greift an. Wie viel Prozent nimmt uns das? 2. Okay, 2% hat das gekostet. Okay, wo ist das Endoskelett? Keine Ahnung. Wir versuchen wieder Foxy und das Endoskelett parallel zu checken. Wir sind auf 15% und ich glaube 5:30 oder so. Also, easy. Okay, Bonnie startet uns jetzt nochmal einen kleinen Besuch ab. Das heißt, wir machen hier wieder zu. Dann müssen wir uns auch nicht so viel Sorgen ums Endoskelett machen. Wenn wir die Tür eh zu haben müssen, dann bleibt sie halt zu. Wir sind jetzt auf 11% und es sind noch 10 Minuten. Leute, wir sind durch. Wir haben diese Challenge auch hinter uns gebracht und ich bin sehr gespannt, wen wir jetzt gleich noch freischalten werden. Ist es irgendein Animatronic? Ist es irgendein Endoskelett, Leute? Ich kann mir echt nicht vorstellen, wer es noch sein könnte. Vielleicht Puppet oder so? Oh, Freddy kommt auch nochmal? Oh mein Gott. Okay, aber warte, ist jetzt eh rum. Die Nacht ist rum. Warte, komm. Oh, das Endoskelett ist auch... Alles klar, wir haben es geschafft. Da greifen wir alle nochmal an, aber wir sind durch. Alles easy. Okay, Leute, und dann gucken wir jetzt mal, wen wir jetzt noch freigeschaltet haben in der Custom Night. Freunde, wir haben Sparky freigeschaltet. Wer zur Hölle ist denn Sparky? Man sieht hier auf dem Bild irgendwie so ein Gesicht. Was ist von irgendeiner Animatronic scheinbar? Wer ist denn Sparky? Ich kenne Sparky nicht. Freunde, keine Ahnung, wer das ist. Ich denke mal, wir werden es in der nächsten Folge zu Creepy Nights at Freddy's rausfinden. Weil dann spielen wir die letzte Challenge und da ist Sparky
auf jeden Fall dabei. Aber wer ist denn Sparky, Freunde? Wisst ihr, wer das ist? Ich glaube, irgendwer hat mir ja mal in die Kommentare geschrieben, dass man den auch irgendwie in den normalen 5 Nächten sehen kann oder so. Ist Sparky irgendwie so eine Secret Animatronic? Freunde, ich weiß es wirklich nicht. Also ich habe echt keine Ahnung. Ich meine, ich finde FNAF echt cool und spiele FNAF auch gerne, aber ich kenne lange nicht alles. Aber ihr kennt viel, viel mehr als ich. Deswegen schreibt es mir gerne in die Kommentare, wenn ihr da Bescheid wisst. Ich freue mich immer über Tipps. Und dann sehen wir uns im nächsten Video zu Creepy Nights at Freddy's wieder. Euer Schüler verabschiedet sich. Vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren. Macht's gut. Und bis dahin.